begrüße euch in mein Tageshoroskop am 9. August 2017. Mond bewegt sich gerade im Tierkreis Zeichen Fischen und hat eine abnehmende Mondphase. Und diese Bewegung haben auch die alten Astrologen auch betrachtet und die alten arabischen Astrologen haben sogar beschrieben und diese Botschaft gilt nach wie vor. Heute sollen wir die verborgenen Dinge wahrnehmen, mal hinter den Kulissen schauen. Wir sollen die Geheime suchen und freuen auf den Alltag, weil die Glück liegt in kleinen Dingen. Und die alten arabischen Astrologen sagten noch dazu, wir haben heute Sieg über unseren Feinden. Haben wir Feinde? Ja, dann haben wir Sieg. Haben wir keine Feinde? Wo könnte das liegen? Oft sind wir selbst unserem eigenen Feind mit unserem Schuldgefühl und Ängsten. Also das heißt, wir sollen unsere Ängste überwinden. Heute wirkt auch ein königlicher Stern vor Malhaut und das haben die persischen Astronomen beschrieben, 3000 etwa vor unserer Zeitrechnung, also diese Informationen ist fast 5000 Jahre alt. Damals hat vor Malhaut die südlichen Himmelsrichtung bestimmt, das hat sich etwas verschoben, aber nach wie vor ist Fomalhaut ist ein Glücksstern im Tierkreiszeichen Fischen und es gibt uns Kraft und Mut und es ist heute sehr spürbar und es vermittelt uns die Mondenergie von Tierkreiszeichen Fischen. Dazu auch noch, dass die Fischengeborenen sind gerade die Glückskinder des Tages und das ist meine eigene Berechnung, wo wirkt Fortuna und Fortuna ist gerade bei den Fischengeborenen. Darüber habe ich eine extra Aufnahme, das ist die Glücksenergie und da erkläre ich das ganz genau. Also bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist eine gewisse Bewegung. Die Fischengeborenen sollen auf ihren inneren Stimme hören, auf ihren Intuitionen. Aber auch ihren Träume sollen sie auch wahrnehmen. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten und in die Liebe Partnerschaft haben die Fischengeborenen auch Glück. Die Fischengeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung. Sie schließen die Vergangenheit ab und haben sie neue Kraft und neue Orientierung. Und wichtiges Thema ist gerade und auch in die nächste Zeit ist die Liebe, Partnerschaft und es kommt in Ordnung bei den Fischengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist eine gewisse Sperre da und das ist die Unbeweglichkeit. Die Wiedergeborenen möchten aktiv sein, sich zu behaupten, etwas in Bewegung setzen und da sind Hindernisse oder diese Unbeweglichkeit spürbar, was natürlich die Wiedergeborenen aus der Ruhe bringt. Aber wichtig ist die Ruhe bewahren, weil auch wenn das noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, das Glück dieser Veränderung kommt auch ein bisschen Geduld noch. Es kehrt eine Nachricht zurück oder jemand von der Vergangenheit. Es ist zum Erwarten. Also wir sollen, ich sage wir, ich bin auch im Tierkreiszeichen wiedergeboren, noch ein bisschen geduldig sein. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen erleben ihren Höhepunkt besonders beruflich. Da sind die Chancen, da sind die Möglichkeiten und das sollen die Stiergeborenen bewusst wahrnehmen, das in Ordnung zu bringen, im Fluss zu bringen und es ist gerade der richtige Moment zum Handeln. Die Möglichkeiten, Chancen sind da. Das kann sein, dass die Stiergeborenen kraftlos sind gerade oder fehlt die Mut, aber trotzdem diese Kraft zusammenhalten oder von innen diese Kraft spüren
und diese Chancen auch mal nützen. Das heißt, mutig handeln, aktiv zu sein und etwas verbessern in beruflichen Situationen. Die Kontakte helfen auch bei Stillgeborenen. Und bei Liebepartnerschaft ist auch Leichtigkeit da und es ist eine gute Ergänzung. Das gibt auch Kraft und Mut. Bei den Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein Aufstieg, besonders beruflich, und sie erleben gerade Erfolg. Heute sind die Gefühle ein bisschen durcheinander, aber in den kommenden Tagen beruhigt das alles und sie sollen das wahrnehmen, dass auch wenn heute etwas passiert, was die Zwillingsgeborenen wütend macht, oder nervös oder bringt aus dem Gleichgewicht. Trotzdem ist dieser Aufstieg spürbar. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist etwas in Bewegung, besonders was die zwischenmenschlichen Kontakte betrifft, wie Freundschaften, Bekanntschaften, da kommen neue Begegnungen, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Es verbessert sich bei bestehenden Partnerschaft. Die Liebe, Partnerschaft und die, wo alleine sind, haben gerade eine glückliche Zeit, jemand kennenzulernen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Klarheit, Orientierung und Ziele. Bei vielen Löwengeborenen sind es neue Wege. Und sie spüren auch diese Kraft und Mut, ins Ziel angekommen zu sein. Und sie zeigen auch diese Stärke gerade. Aber eine bestimmte Zurückhaltung ist auch klug. Weil es kann passieren, dass die Löwengeborenen gerade Neider haben. Und die legen auch Steine im Weg. Also abwägen, wen sollte man das erzählen, was man vorhat. Und wo ist es klug, lieber schweigen? Und das sollen die Löwengeborenen ein bisschen ausbalancieren. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtig, dass ich. Ich handle, ich sage, ich tue etwas. Mit das eigenen Ich, mit selbst bewusst zu sein. Und diese Stärke spüren, weil die Jungfraugeborenen können sich gerade beweisen und sie bekommen dafür Anerkennung. Die Jungfraugeborenen werden wahrgenommen. Es ist wichtig, aber auch auf ihren Intuitionen hören oder auf ihren Träume. Auch wenn sie sehr realistisch sind, wir dürfen das auch erlauben, mal an unserem Träume achten. Der Tierkreiszeichen sind die Wagengeborenen. Bei Wagengeborenen ist auch eine gewisse Unbeweglichkeit spürbar, so ähnlich wie bei Wiedergeborenen. Die Wiedergeborenen erleben das bei großen Dingen, bei großen Veränderungen und die Wagengeborenen gerade im Alltag. Sie haben heute das Gefühl, es klappt nicht so, wie sie das wünschen. Und natürlich erzeugt eine gewisse Nervosität. Ein bisschen geduldig sein in den kommenden Tagen haben wieder die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Mut und Kraft haben sie trotzdem die Wagengeborenen und in den kommenden Tagen verbessert sich etwas. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und Struktur. Sie haben an etwas festgehalten. Da war eine gewisse Unbeweglichkeit da bei den Skorpiongeborenen und es hat sich jetzt verbessert. Das heißt, es kommt etwas im Fluss und diese Leichtigkeit fühlen gerade die Skorpiongeborenen. In die Liebe, Partnerschaft haben sie Glück und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Vielleicht nicht heute, aber in den kommenden Tagen ist entweder kommt eine gute Nachricht oder ein wichtiger Termin oder ein vorteilhafter Vertrag. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig die Wünsche, die Sehnsüchte. Heute sind eine gewisse Einschränkungen da, was die Gefühle betrifft. Das bringt die Schützengeborenen ein bisschen durcheinander. Trotzdem zeigen sie Mut und Kraft und die kommenden Tagen beruhigt sich das alles
und es ist wieder die Begeisterung da. Das heißt, nicht aufgeben, weil heute Einflüsse von außen kommen, was die Schützengeborenen nervt ein bisschen. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen brauchen die Gleichgewicht immer noch. Arbeit, Pflicht und auch Freizeit und Lebensfreude. Das Ausbalancieren, weil das gibt die innere Ruhe, die innere Klarheit, die inneren Gleichgewicht und auch die inneren Kraft. Und mit diesem Kraft werden die Steinbockgeborenen erfolgreich sein. Der heutige Tag ist sehr gut, etwas Neues zu beginnen. Also sie können auch die Arbeit etwas verbessern, aber auch die Freizeit, auch die Liebe, Partnerschaft auch genießen. Und eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder ein wichtiger Termin. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist auch wichtig die Gleichgewicht. Hier ist auch so ähnlich wie bei Steinbockgeborenen die Arbeit, die Pflichten, die Alltag zu bewältigen und diese Verantwortung übernehmen, aber auch die Freizeit, die Lebensfreude auch zulassen, das auch leben, weil das gibt Luft für die Waagengeborenen. Bei Steinbockgeborenen gibt es Kraft, Sicherheit, Stabilität und bei Wassermanngeborenen gibt es Luft und Leichtigkeit. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.